Netzwerkflussprobleme. Wir gucken uns an ein Netzwerk, also ein Graph mit einer Kapazitätsfunktion. Das heißt einfach eine Funktion, die letztendlich ein Gewicht auf diese Kanten legt. Wir haben einen gerichteten Graphen, bestehend aus einer Knotenmenge V, Kantenmenge E, dann eine Kapazitätsfunktion Tau, die ein positives Gewicht auf die Kanten legt. Und das Ding nennen wir jetzt Kapazitätsnetzwerk, wenn es denn zusätzlich noch zwei Knoten gibt, S und T aus dieser Knotenmenge, die typischerweise bezeichnet werden als Quelle und Senke. Und das Ganze macht keinen Sinn, wenn der Knoten T vom Knoten S aus nicht erreichbar ist. Wir haben einen Knoten S, wir haben irgendwo einen Knoten T, ja, und irgendwie ein Netzwerk dazwischen. Ich male das jetzt einfach mal hier so hin. Ein paar Kanten, ist immer gerichtet. Und wir haben halt ein Gewicht auf den Kanten. Ja, also irgendwie irgendwelche Zahlen, 3, 2, 10, 5, 4, 1, 7, 6, 9. Und das Ding, sowas nennen wir halt jetzt Kapazitätsnetzwerk. Stellen Sie sich vor, wir haben irgendwie so ein Pipeline-System und wollen eine gewisse Flüssigkeit von einem Punkt S zu einem Zielpunkt T schaffen. Ja, irgendwie stellen Sie sich vor, Gaspipeline oder Ölpipeline, irgendwie Flüssigkeit. Haben sozusagen eine Einspeisung. Hier haben Sie quasi einen Verbrauch und Sie wollen wissen, ja, wie viel kann ich denn da sozusagen durch dieses Netzwerk durchpumpen? Diese Beschriftung der Kanten, dieses Kantengewicht, das stellen Sie sich einfach vor, sozusagen als ein Durchmesser von diesen Röhren. Also es gibt uns irgendwie so die Durchflusskapazität an. Und ich möchte jetzt messen, ja, wie viel kann ich denn hier reinpumpen, wie viel kann ich denn durch mein Netzwerk durchschicken und wie viel kommt dann bei T an? Ja, dazwischen haben wir quasi so ein paar Zwischenstationen, ja, irgendwie so Pumpstationen. Und wir interessieren uns eigentlich für eine Flussfunktion F auf so einem Netzwerk, die den folgenden Bedingungen genügt. Einmal, dass wir natürlich die Kapazität unserer Kanten niemals überschreiten, dass wir also mit diesem Fluss natürlich immer positiv sind, aber halt auch unterhalb der Kapazitäten bleiben. Und das Zweite, dass diese Erhaltungssatz für Flüsse, nenne ich das mal, dass das gilt, dass sozusagen an einer Zwischenstation, wenn ich mir hier so einen Punkt angucke, ja, das, was reinfließt, muss auch wieder rausgehen. Das sagt genau diese zweite Aussage. Genau, ich gucke mir jetzt alle Knoten V an, ja, und sage, das, was bei V ankommt, ja, mit E plus, bezeichnen sozusagen den Endpunkt einer Kante. E minus ist der Anfangspunkt einer Kante. Das, was sozusagen in einem Knoten V ankommt, das muss auch wieder rausgehen. Das sagt diese Formel da aus. Knoten S und T, die sind davon natürlich ausgenommen, weil ich will ja eigentlich gerade messen quasi, was kann ich denn von hier losschicken und was kommt dann hier an. Aber unter diesen beiden Regeln, wir müssen die Kantenkapazität beachten und Inflow gleich Outflow. Das ist jetzt einfach ein Netzwerk, was ich angebe. Ja, ich habe einen Knoten S, Knoten T und Netzwerk dazwischen. Und jetzt lassen wir uns noch mal so einen Fluss bestimmen. So rein per Intuition, wenn wir da so drauf gucken. Ich möchte jetzt möglichst viel von S wegschicken. So, aber wir müssen jetzt sozusagen diesen Erhaltungssatz für Flüsse müssen wir natürlich berücksichtigen. Also wir können jetzt nicht hier sagen, hier schreiben wir jetzt 12 dran und hier 20, das haut nicht hin. Das wäre jetzt keine gültige Flussfunktion. Genau, wir würden jetzt sagen, so, hier schicken wir mal von den 16, die hier reinkommen, 12 hier über diese Kante, 4 über diese Kante. Dann können wir schicken, definitiv sicherlich nicht da oben 20. Ja, so viel kommt hier nicht rein. Jetzt können wir ja sagen, so hier, diese 13, können wir auch was rüber schicken. Also hier können wir beliebig viel reinstecken. 14 kann ich weiterschicken, ne? Mehr geht gar nicht. Wir könnten ja sagen, so, das trägt hier nicht. Da dürfen wir nur einen reinstecken. Das sieht man erst am Zielpunkt. Also jetzt haben wir hier zu viel, hier haben wir noch einen Überschuss. Da müssen wir uns gleich nochmal drum kümmern. Ja, hier können wir, das geht ja schon mal gar nicht. Hier können wir 4 rübergehen, hier 7. Ja, dann haben wir hier 19. Die brauchen wir hier. Und jetzt überprüfen wir mal. Ist hier überall dieser Erhaltungssatz? Die Kantenkapazitäten haben wir berücksichtigt. 16 gehen 12, 16 raus, 7 rein, 11 rein, 11 raus, 11 rein, 11 raus, 19, ja, das passt. Also das würden wir sagen, das ist ein zulässiger Fluss. Maximaler Fluss ist einfach sozusagen der Wert dessen, was bei S rausgeht. Ich stelle Ihnen mal eine alternative Definition vor. Ein maximaler Fluss ist der Wert dessen, was bei T reinkommt. Was haben diese beiden Definitionen miteinander zu tun? Alles, was sozusagen bei den inneren Knoten ungleich S und T, was da reinkommt, geht auch wieder raus. Das heißt, auf dem Weg von S nach T geht nichts verloren. Alles, was bei S rausgeht, kommt auch irgendwann bei T an. Und jetzt war noch die Frage, wie ist das denn bei mehreren Quellen? Oder ich könnte mir auch vorstellen, ich habe mehrere Senken. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie so ein Versorgungssystem mit Flüssigkeit, ja, und die haben irgendwie mehreren Input-Quellen. Senke einfach, ja, da geht es halt hin, ne? Da sammelt sich das Wasser. Stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Netzwerk der Konstellation. Sie haben jetzt irgendwie N Quellen, M Senken, jeweils mit den angegebenen Kapazitäten. Wir können das immer auf den Fall abbilden,
nur einer Quelle und einer Senke. Das hat jetzt wieder mit Problemmodellierung zu tun. Ja, aber sagen wir mal so, die Algorithmen, die wir uns irgendwie angucken, im Wesentlichen ist es nur einer bzw. zwei, die arbeiten halt erstmal mit einer Quelle und einer Senke. Das Netzwerk, was ich hier habe, das kann ich immer modifizieren. Ich füge einfach einen zweiten Knoten oder einen Knoten S dazu, einen Knoten T dazu und sage halt, so, da gibt es halt jeweils genau eine Verbindung. Ja, was muss ich da als Kapazität drauflegen auf die Kanten? Ich könnte da C1 dran schreiben oder irgendwas, was zumindest nicht kleiner ist. Ich muss einen zulässigen Fluss ermitteln. Ja, und diese Zulässigkeit definiert sich einmal durch diesen Erhaltungssatz und die Berücksichtigung der Kapazität. Ja, und das tue ich hier eh schon, wenn ich einen Fluss habe. Ja, das heißt, wenn ich hier noch kleiner gehe, dann mache ich sozusagen mein ursprüngliches Netzwerk ja so ein bisschen kaputt. Hier gilt der Erhaltungssatz. Das wird dann sozusagen zu einem inneren Knoten. Da gilt der Erhaltungssatz und dann haut das schon nicht hin. Man kann es gleichsetzen. Größer gleich. Ne? Und das ist, typischerweise würde man halt den Gleichfall annehmen. Also man kann so ein Netzwerk mit mehreren Quellen und mehreren Senken modifizieren oder reduzieren auf diesen Fall. Das heißt, alles, was wir jetzt tun, arbeitet halt mit solchen Netzwerken, mit genau einer Quelle und einer Senke. Der Wert des Flusses hatten wir eben schon erläutert. Das ist halt genau das, was bei S rausfließt. Ich kann mir natürlich auch ein Netzwerk vorstellen, was irgendwie so aussieht. Ja, da kommt irgendwas hier an, da kommt irgendwas rein. Ja, wo aber auch prinzipiell auch so eine Kante vorhanden ist. Ja, ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt den Wert von so einem Fluss definieren möchte, ja, dann lege ich das fest. E- war der Anfang einer Kante. Also alles, was aus S rausfließt, davon ziehe ich das ab, was bei S wieder ankommt. Das gilt hier wegen Bedingung F2, Flusserhaltung. Das ist identisch wie das, was bei S ankommt. Genau. Minus dem, was aus S wieder rausgeht. Also das könnte auch sein. So eine Kante könnte es auch geben. Das muss ich halt wieder abziehen. Und quasi das, was hier drüber fließt, das ist der Wert eines Flusses. Und das ist halt identisch zu dem, was hier ankommt. Was wir ja eben schon ermittelt haben, ist ein Fluss auf F, der maximal ist. Das ist das sogenannte Max-Flow-Problem. Also wir gucken uns jetzt an, oder wir suchen eine Funktion F auf diesem Netzwerk, sodass gilt W von F, also der Wert dieses Flusses ist größer gleich Wert von F' für alle Flüsse F'. Also algorithmische Ansätze gibt es eigentlich so zwei Arten, ist auch schon relativ alt. Der klassische Weg ist der sogenannte Markierungsalgorithmus von Ford Falkerson von 1956. Und wir haben ja eben so ein bisschen rumgetüftelt und gerätselt und geguckt, so, da schicken wir was rein, dann haben wir da einen Überschuss, dann nehmen wir wieder was raus. Das entspricht eigentlich dem zweiten Ansatz, dem sogenannten Preflow-Push-Algorithmus. Da schieben wir nämlich ausgehend von der Quelle beliebig viel an Kapazität rein ins Netzwerk. Und irgendwann stellen wir fest, oh, da ist unsere Flusserhaltung, die ist verletzt. Dann nehmen wir wieder was raus und justieren das sozusagen. Das haben wir ja gerade auch so rausgetüftelt. Das ist eigentlich dieser Preflow-Push-Algorithmus. Der ist theoretisch klasse, praktisch teuer, ja, aber man kann den auch irgendwie implementieren, sodass der schon relativ zügig ist. Was wir uns heute angucken wollen, ist aber so dieser klassische Ansatz von Ford Falkerson. Der geht einen etwas anderen Weg. Da arbeitet man kontinuierlich mit einer Flussfunktion, fängt mit dem Nullfluss an, der also auf keiner Kante entsprechend eine Kapazität auslastet und erweitert den. Man sucht dann quasi einen Weg durch das Netzwerk und mit jedem Weg, den man findet, also einen Weg von S nach T, erhöhe ich diesen Fluss. Das ist das Problem, was wir haben. Wir haben ein Netzwerk gegeben. Gerichteter Graph mit Kantenkapazitäten, also das, was jetzt hier schwarz ist. Wir haben zwei ausgezeichnete Knoten, S und T. Stellen Sie sich vor, das ist so ein Versorgungsnetzwerk für Flüssigkeit. Und möchten viel, möglichst viel durch dieses Netzwerk durchpumpen. Diese Kantenkapazitäten geben quasi ja wirklich so eine Kapazität an. Das heißt, hier darf ich beispielsweise 16 Einheiten durchschießen, hier 12, hier 20. Und wir suchen jetzt quasi eine Funktion auf unserem Graphen und auf unserem Netzwerk, die zwei Bedingungen erfüllt. Die eine Bedingung ist, dass wir niemals unsere Kapazität überschreiten. Und die zweite Bedingung ist, die Formel ist das eine, die Erläuterung ist das andere, dass ich sage, das, was ich in den Knoten reinschicke, das muss ich auch wieder rausgeben. Also hier schieße ich beispielsweise 16 Einheiten rein und ich schicke 12 Einheiten hierüber und 4 Einheiten hierüber raus. Und das muss an allen Knoten gelten, mit Ausnahme der sogenannten Quelle und der sogenannten Senke. Also ich schicke von hier nach hier und die Frage ist, ja, ich suche jetzt genauso eine Funktion f, quasi diese roten Zahlen hier, sodass insgesamt möglichst viel von S ausgeht und das ist auch identisch zu dem, was bei T ankommt. Und da haben wir jetzt eben das hier so experimentell ermittelt und jetzt suchen wir einen Algorithmus dafür, wie wir das halt systematisch angehen können. So, das ist der Ansatz über die sogenannten erweiternden Wege oder Augmenting Paths und das gucken wir uns jetzt an. Markierungsalgorithmus von Ford Falkerson und zunächst mal begegnet uns etwas, was wir schon mal gehört haben. Sie wissen doch, was ein Schnitt ist in einem Graphen. Wir zerlegen eine Knotenmenge beispielsweise so. Ja, wir hätten also beispielsweise jetzt einen Schnitt S, S1 und T, S gleich 2, 3
T. Und hier ist jetzt noch die Bedingung, in der einen Knotenmenge ist unsere Quelle S und in der anderen Knotenmenge ist unsere Senke T. Das ist irgendwie ein Schnitt. Dann interessiert man sich zusätzlich noch, wenn ich so einen Schnitt habe, für die sogenannte Kapazität eines Schnittes. Jetzt steht es da schon als Formel. Das ist einfach die Summe der Kapazitäten der von S nach T laufenden Kanten. Also Kapazität beispielsweise von diesem Schnitt hier. Wir hatten den Schnitt S1 und T ist 2, 3, T. Wie lautet die Kapazität dieses Schnittes? Also Tau von ST. Das ist im Prinzip die Kapazität der Kante S, 2 plus Tau von 1,2 plus Tau von 1,3 und das ist gleich 9. Also genau diese Kante hier, diese Kante und diese. Und das taucht, glaube ich, jetzt noch ein paar Mal auf, dass ich beispielsweise, wenn ich so eine Definition habe, hier diese Kapazitätsfunktion Tau, dass ich da auch einfach in die Mengen reinstecke. Hat man so jetzt gar nicht definiert, aber das definiert sich dann letztendlich immer über die Summe. Ja, beispielsweise hier über die Kanten, die halt von S nach T laufen. So, und wir werden dann irgendwie gleich feststellen, so dieser Schnitt, das ist jetzt nicht so völlig dahergeholt, der hat auch irgendwas mit den Flüssen zu tun, die uns ja eigentlich interessieren. Zunächst nochmal, was ist ein minimaler Schnitt? Ähnlich wie das bei dem maximalen Fluss war, da vergleichen wir ganz viele Flüsse miteinander. Und hier machen wir das halt entsprechend mit Schnitten. Ein Schnitt, ST heißt minimal. Wenn für jeden Schnitt S-T- gilt, diese Schnittkapazität ist halt kleiner als die Schnittkapazität von diesem anderen. Kann man erstmal so dahin nehmen. Da gibt es auch nicht viel zu verstehen, das muss man einfach so akzeptieren. Jetzt nehme ich den Zusammenhang zwischen einem Fluss und einem Schnitt. Wir haben ein Netzwerk N, wir haben einen Schnitt ST und einen Fluss F. Und dann gilt das Folgende, der Wert des Flusses ist gerade der Wert der von S nach T laufenden Kanten minus der sozusagen zurücklaufenden Kanten. Und somit gilt insbesondere aber auch erstmal das gucken wir uns als erstes an, warum hier der Wert von diesem Fluss F, warum das immer kleiner ist als die Kapazität dieses Schnittes. Die Kapazität ist fast der erste Teil der Formel, also die Kapazität ist, das Ding ist die Summe I aus S, J aus T, da steht aber nicht ein F von I, J, sondern Tau von I, J. Was können wir hierüber sagen? Das ziehen wir ja sozusagen noch ab. Das ist aber immer größer als 0, weil wir nämlich nur mit positiven Flüssen arbeiten. Das heißt sozusagen, das, was hier unten steht, das ist auf jeden Fall kleiner als, warum gilt das? Warum können wir das behaupten? Wegen diesem Biest hier. Definition von so einem Fluss, der liegt immer zwischen 0 und zwischen Tau, der Kapazität. Das ist additiv, wenn wir das aufsummieren. Also das gilt wegen F1. Ja, und das hier oben, das ist immer kleiner als das Ding hier, weil wir da ja was größer gleich 0 abziehen. Also das gilt immer. Ich habe ja noch gar nicht gezeigt, was das mit dem Wert des Flusses zu tun hat. Wir müssen im Prinzip zeigen, W von F, die Definition war ja gerade die Summe F von E minus Summe FE, wobei ich hier E minus gleich S hatte und hier E plus gleich S. Das war die Definition eines Flusses. Und von dem Dingen ausgehend, von dieser Differenz ausgehend, muss ich jetzt hier oben das herleiten, ja diesen Teil. Und da hilft uns dieser Flusserhaltungssatz F2, dass wir diese Summe hier unten nämlich einfach ergänzen können um so ein paar Teile. Wir sagen jetzt einfach, das ist identisch zu V aus Groß S. Also das ist jetzt sozusagen der Schnitt. Und in diesem Schnitt ist ja das Klein S enthalten, unsere Quelle. Ja, und jetzt summieren wir halt noch ein paar Knoten dazu. Es ändert nichts daran. Ja, wir machen sozusagen, summieren noch ein paar Mal den Term 0 obendrauf. Ja, weil hier haben wir etliche Male diesen Flusserhaltungssatz, bringen wir da sozusagen mit rein. Ja, nur bei dem Knoten klein s, ja, ist sozusagen der Überschuss, Differenz zwischen Eingang und Ausgang bei einem Knoten ungleich 0, aber bei den restlichen Knoten ist das gleich 0. Ja, und jetzt können wir da im Prinzip das aufdröseln in die folgende Summe. Einmal in den Teil der Kanten, die innerhalb unserer Menge groß S sind, und die Kanten, die aus S herausgehen in die Menge T und die halt entsprechend auch wieder zurückfließen. Ja, das ist einfach nur das anders hingeschrieben. Das summiert sich zu 0 auf, wegen der Flusserhaltung. Ja, das ist hier irgendwie gleich 0. Dann haben wir genau unseren Ausdruck hier hinten stehen. Ja, das ist genau das Ding, was wir hier oben stehen haben. Und das ist halt kleiner gleich Tau von S, T. Das gilt immer. Der Wert eines Flusses ist immer kleiner als die Kapazität eines Schnittes. Was passiert, wenn... Was haben wir dann herausgefunden? Für alle Flüsse und alle Schnitte gilt diese kleiner Beziehung hier. Ja, kleiner Gleichbeziehung. Und jetzt finden wir einen Fluss, für den gilt W von F ist gleich Tau von ST. Also finden einen Fluss und einen Schnitt,
für den hier die Gleichheit gilt. Wir interessieren uns für maximale Flüsse und minimale Schnitte. Das sind die Begriffe, die ich eben eingeführt habe. Also wenn das immer gilt, das ist jetzt völlig losgelöst von Schnitten und Flüssen. Wenn ich so eine Beziehung, eine kleine Beziehung habe, immer habe, ja, dass sozusagen der Wert eines Flusses eine untere Begrenzung ist für die Kapazität eines Schnittes und ich dann aber einen Fluss F finde und einen Schnitt ST finde, wo sozusagen die Gleichheit gültig ist, dann weiß ich, ich habe einen maximalen Fluss gefunden oder einen minimalen Schnitt. Weil kleiner kann es nicht sein. Ich habe sozusagen meine untere Schranke erreicht, jetzt aus Sicht des Schnittes, oder aus Sicht des Flusses, ich habe meine obere Schranke erreicht. Also habe ich einen maximalen Fluss gefunden oder einen minimalen Schnitt. Gilt für einen Fluss F und einen Schnitt ST die Gleichheit, also W von F ist gleich Tau ST, dann muss F maximal sein und der Schnitt muss entsprechend minimal sein. Das ist einfach nur eine Folgerung dessen, was wir hier eben gezeigt haben. Und das werden wir halt jetzt gleich irgendwie sozusagen algorithmisch bestimmen. So ein Fluss, der halt, zu dem halt auch ein entsprechender Schnitt vorhanden ist. Jetzt gucken wir uns nämlich an, ein Netzwerk, wie gehabt, mit S und T als Quelle und Senke, gerichteten Graphen, Kantenkapazität Tau. Und jetzt gucken wir uns an, was denn ein erweiternder Weg ist. Und ein erweiternder Weg, da hat man immer schon einen Fluss vorhanden. Das habe ich hier jetzt gekennzeichnet, indem ich einfach dran geschrieben habe, beispielsweise 2/3 heißt, die rechte Zahl ist die Kantenkapazität und die linke Zahl ist der entsprechende Fluss auf dieser Kante. Jetzt können wir erstmal prüfen, ob das denn ein gültiger Fluss ist. Ja, wir müssen jetzt testen, also die linke Zahl muss immer kleiner sein als die rechte, das gilt wohl überall. Und wir müssen gucken nach diesem Erhaltungssatz. Hier fließen 2 rein, da gehen auch 2 raus, passt. Hier kommen 2 rein, 2 gehen raus, passt. Hier kommen 3 rein, 3 gehen raus, passt also. Das ist ein gültiger Fluss. Und ein erweiternder Weg ist eine Folge von Knoten, die hier anfangen, bei S, bei T aufhören, die einen Weg durch dieses Netzwerk bilden. Und jetzt ist es aber ein bisschen gemein. Wir können jetzt nicht nur in Richtung der Kanten laufen, sondern wir können auch rückwärts laufen. Darum gibt es sogenannte Vorwärtskanten und es gibt Rückwärtskanten. Wir gucken uns mal diesen Weg hier an. Einmal hier rüber, und hier rüber. Also wir hätten die Folge S, 2, 1, 3, T. Das ist sozusagen hier eine Folge von Knoten. Jetzt gucken wir mal, ob diese Bedingungen, die ich hier aufgeführt habe, gelten. Also für 2 aufeinanderfolgende Knoten in dieser Knotenfolge, Vi-1 und Vi, gilt, dass der Fluss auf dieser Kante kleiner ist als die Kapazität. Dann haben wir eine sogenannte Vorwärtskante, also beispielsweise von S nach 2. Das ist ja eine Kante aus unserem Graphen. Es gibt aber auch benachbarte Knoten hier und das ist jetzt beispielsweise bei den Knoten 2 und 1 der Fall, ja, wo nicht 2, 1 eine Kante ist, sondern, was haben wir hier genau vertauscht? Ja, wir gucken jetzt nicht auf Vi und Vi plus 1, sondern auf Vi und Vi minus 1. Das muss halt eine Kante in E sein. Das heißt, wir gehen die jetzt sozusagen rückwärts und das wäre hier genau bei dieser Kante der Fall. So eine Kante kann ich immer dann benutzen, wenn ich da einen Fluss drauf habe, der größer als 0 ist. Das können wir mal irgendwie dran schreiben. Also das Dingen, S2, da haben wir einmal, dass die Kante S2 aus E ist und der Fluss von S,2, der ist 1 und das ist kleiner als Tau von S,2. Also das ist eine Vorwärtskante. Und beispielsweise bei 2,1, also das Ding hier, da gilt halt, dass die Kante 1,2 aus E ist. Und das gilt f von 1, 2 ist gleich 1, das ist größer 0. Das heißt, das ist eine Rückwärtskante. Ja, und entsprechend ist 1, 3 ist eine Vorwärtskante und 3t ist auch eine Vorwärtskante. Wir werden den bestehenden Fluss f anhand eines solchen erweiterten Weges erweitern können. Und zwar, wenn ich da jetzt scharf drauf gucke, können wir den entlang dieses Weges um genau eine Einheit erweitern. Indem wir nämlich sagen, hier kann ich einen drauf addieren, hier nehme ich einen weg, hier nehme ich einen drauf und hier kommt auch einer drauf. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den Fluss ein bisschen umverteilt, aber ich habe ihn auch vergrößert. Ich habe nach wie vor einen gültigen Fluss. Hier gehen 2 rein, 2 raus, hier gehen 2 raus, hier gehen entsprechend 2 rein. Einen habe ich hier weggenommen, das heißt, hier kommen 2 rein und es gehen 2 wieder raus. Und hier kommen jetzt 2 von hier unten, 2 von hier oben und insgesamt 4 hier rein. Das heißt, erweiternde Wege bieten uns die Möglichkeit, einen bestehenden Fluss zu ergänzen. Wir suchen jetzt solche sogenannten erweiternden Wege und wenn wir die nicht mehr finden, haben wir einen maximalen Fluss gefunden. Und sozusagen die Theorie, die wir hier eben angefangen haben mit diesen Schnitten, hilft uns dann zu sagen, dass das dann auch wirklich ein maximaler Fluss ist. Ja, und das Erste, was wir uns überlegen, ist genau das Folgende, sogenannte Augmenting Path Theory. Ein Fluss F auf einem Flussnetzwerk N ist genau dann maximal, wenn es keinen bezüglich F erweiternden Weg gibt. Und wenn wir das jetzt sozusagen uns überlegt haben, dann liegt der Algorithmus auch irgendwie auf der Hand. Idee für so einen Algorithmus ist, wir fangen an mit einem initialen Fluss, F gleich 0, also der Fluss, der auf allen Kanten den Wert 0 hat, ist ein gültiger Fluss.
erhält Bedingung F1, dass wir die Kantenkapazität berücksichtigen und dass wir diese Flusserhaltung berücksichtigen. Und dann einfach eine Suche nach, es gibt erweiternden Wegen, bestimme diesen erweiternden Weg. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie wir denn anhand eines solchen erweiternden Weges den Fluss vergrößern können. Das steht jetzt hier so, das muss ich gleich noch erklären. Wesentliche Idee ist, wir suchen so lange erweiternde Wege, bis es keine mehr gibt. Und wenn wir einen gefunden haben, müssen wir uns noch überlegen, anhand eines solchen Weges können wir das Ding genau vergrößern. Es gilt das eine, genau dann, wenn das andere gilt. Was muss ich dann zeigen, so rein von der Mathematik her, von der Argumentation her? Das drückt sich meistens irgendwie so aus. Und das zeigt man eigentlich, indem man beispielsweise das zeigt, sozusagen die eine Richtung. Ich gehe von der Gültigkeit des einen aus, zeige dann die Gültigkeit des anderen. Das wäre hier sozusagen die Aussage, der Fluss ist maximal. Wenn ich davon ausgehe, dann muss ich nachweisen, dann gibt es einen solchen erweiternden Weg. Das wäre die eine Richtung. Und dann muss ich aber auch noch zeigen, die andere Richtung. Ich gehe von der Gültigkeit von B aus, also es gibt keinen erweiternden Weg, dass ich daraus dann die Gültigkeit von A folge. Das ist so ein typischer Nachweis einer solchen Genau-Dann-Wenn-Beziehung. Ich muss quasi zwei Richtungen zeigen. Und das gucken wir uns mal an hier. Wir sagen jetzt, es sei jetzt F ein maximaler Fluss. Wir gehen sozusagen jetzt von dem Gegenteil dessen aus, was wir zeigen wollen, und folgern dann daraus Widerspruch. Und das ist dann sozusagen der Indikator dafür, dass unsere Annahme falsch war und das Gegenteil unserer Annahme richtig war. Also, angenommen, ich mache das jetzt, um Ihnen zu zeigen, warum wir denn mit Hilfe dieser erweiternden Wege wirklich unseren Fluss ergänzen können oder erweitern können. Wir nehmen jetzt einfach mal an, es gibt einen erweiternden Weg, W. Und jetzt definiere ich mir eine Zahl D wie folgt. Ich gucke mir jetzt meinen Fluss in diesem Netzwerk an und gucke mir anhand der Vorwärtskanten jetzt an, wie ist denn die Differenz zwischen dem bisherigen Fluss und der Kapazität, also sowas wie die Restkapazität, die ich noch da potenziell durchschicken könnte. Und ich gucke mir an, auf Rückwärtskanten den bestehenden Fluss. Auf meinem Weg W von S nach T habe ich jetzt eine Reihe von Kanten, eine Reihe von Vorwärtskanten, eine Reihe von Rückwärtskanten. Ja, und da bilde ich jetzt das Minimum von. Und genau das habe ich eben hier auch gemacht. Ich habe irgendwie drauf geguckt, was ist sozusagen die kleinste Zahl, die da rauskommt. Ich hatte hier eine Differenz von 1, hier eine Differenz von 2, hier eine Differenz von 4 und hier auch eine Differenz von 1. In meinem Fall hier eben war dieses D, dieses Minimum, genau 1. Einmal erreicht bei dieser Kante und bei dieser Kante. Wenn ich sowas habe, die Definition von diesem erweiternden Weg. Hier haben wir noch eine Restkapazität, also eine echt kleiner Beziehung. Hier haben wir eine echt größere Beziehung. Das heißt, dieses D, das muss größer als 0 sein. Das ist per Definition so. Nach Definition von W muss gelten, D ist echt größer als 0. So, und jetzt definiere ich einen neuen Fluss. Wir definieren nun F' als eine neue Flussfunktion, und zwar wie folgt. Fe plus D für E Vorwärtskante. Das ist genau das, was ich eben gemacht habe. Fe minus D für E Rückwärtskante und F von E in allen sonstigen Fällen. F ist ein Fluss. Dafür haben wir jetzt gerade gesorgt, indem wir sozusagen an den Stellen, wo wir was reinschicken, nehmen wir an einer anderen Stelle wieder was raus. Also diese Flusserhaltung bleibt gültig und wir vergrößern auch unseren Fluss. Wir packen jetzt wirklich Geschichten nicht nur um, sondern wir vergrößern den Fluss auch. Das heißt, es gilt, F' ist Fluss und es gilt auch, W' von F ist echt größer als W von F. Das ist nämlich gerade Wf plus D. Das ist echt größer als Wf. Und jetzt haben wir unseren Widerspruch. Wir haben nämlich gezeigt, wir waren ausgegangen davon, dass F ein maximaler Fluss ist. Wir haben aber jetzt einen noch größeren konstruiert. Und das kann nicht sein. Das heißt, unsere Annahme war falsch. Das heißt, einen erweiternden Weg gibt es nicht. Die Rückrichtung erspare ich uns mal. Wichtig ist sozusagen diese Konstruktion hier, die wir gemacht haben. Weil das ist nämlich genau das, was wir hier wiederfinden. Sozusagen in diesem generischen Algorithmus. Wir bestimmen einen erweiternden Weg, ermitteln sozusagen genau diesen Wert D. Das habe ich hier irgendwie über drei Zeilen gemacht. D1 ist das Minimum aller Vorwärtskanten. Ja, irgendwie die Differenz zwischen Kapazität und bestehendem Fluss über die Vorwärtskanten. D2 ist das Minimum des bisherigen Flusses über die Rückwärtskanten. Ja, und ermitteln das Minimum von beiden. Und dann erhöhen wir den Fluss F genau um diese D-Einheiten entlang dieses Weges W. Wir fangen mit dem Nullfluss an. F ist gleich 0. Und dann können wir beispielsweise als einen erweiternden Weg ermitteln, diesen hier, 1, 2, 4. Also 1, 2, 4. 1 ist Quelle, 4 ist Senke. Wie lautet dieses D, was ich da jetzt nehmen muss, um anhand dieses D meinen bestehenden Fluss, nämlich den Nullfluss, zu vergrößern? Bislang steht überall als Fluss 0 dran. Ich nehme auch gar nichts weg. Das Schwarze sind die Kapazitäten. Ich will jetzt sozusagen anhand dieses Weges möchte ich erhöhen. Und um was darf ich erhöhen? 4, genau. Das Minimum von allen Kanten auf diesem Weg. Das heißt, wir würden jetzt in diesem ersten Schritt 4 nehmen. Restkapazität wäre 4. Jetzt können wir als zweites nehmen einen weiteren erweiternden Weg.
Restkapazität ist genau das Ding hier, dieses D. Ja, das ist sozusagen einmal die Differenz zwischen dem bisherigen Fluss und der Kapazität. Ja, wie viel Luft habe ich da noch? Und ich möchte ja auf den Kanten, die ich schon mit Fluss belegt habe, kann ich auch irgendwie rückwärts gehen. Das heißt, da ist sozusagen das Kriterium für die Restkapazität der bisherige Fluss. Das muss ich ermitteln, wie es hier auch steht. So, sagen Sie mir nochmal einen erweiternden Weg. 1, 3, 4 beispielsweise. Restkapazität wäre 1. Ne? Genau, also ich gucke mir jetzt an, das Minimum von diesen beiden Kanten ist halt 1. Gibt es noch einen Weg? Restkapazität ist 1, ne? Weil ich habe hier noch einen Platz, hier habe ich noch 3 Platz, hier habe ich noch einen Platz, also hätten wir den Fluss, würden wir jetzt modifizieren, wie folgt, würden hier einen drauf addieren, da kommt einer drauf, hier kommen 5 drauf, finden wir jetzt noch einen erweiternden Weg, glaube nicht, ne? Jetzt erhöhe ich mal hier die Kapazität um 1, wie sieht es jetzt aus? 1, 2, 3, 4, genau, jetzt kriegen wir nämlich auch mal so eine Rückwärtskante da rein, 1, 2, 3, 4, das heißt, wir gehen jetzt von hier nach hier, gehen hier rüber, hier rüber. Was ist unsere Restkapazität? Haut gar nicht hin. Also müssen wir das Netzwerk nochmal modifizieren. Ich schreibe hier eine 5 dran. Ist 1, genau. Warum? Ich male die jetzt mal hier irgendwie so, die schreibe ich mal an. Ich habe hier eine Restkapazität von 1. Ich habe hier auch eine Restkapazität von 1. Ja, das ist eine Rückwärtskante, die entlaufe ich jetzt entgegen der Ausrichtung, aber da ist sozusagen die Restkapazität der bisherige Fluss und ich habe hier als Restkapazität auch eine 1. Kann ich anhand dieser Restkapazität meinen bestehenden Fluss vergrößern? Wir würden also hier 5 draus machen, machen wir auch in Rot, eine 5, hier würden wir eine 0 draus machen und hier würden wir eine, ja, jetzt haben wir nach wie vor, wir haben sozusagen das ein bisschen umverteilt, aber konnten auch jetzt mehr durch dieses Netzwerk durchpumpen, haben hier jetzt 5 drüber, 5 gehen ab, also Flusserhaltung ist erfüllt, 2, 2 passt auch. So, jetzt finden wir nichts mehr, jetzt haben wir einen Fluss, verstanden, das Prinzip von Vorwärtskanten und Rückwärtskanten und wie ich anhand eines erweiternden Weges meinen Fluss vergrößern kann, Netzwerk und einen bestehenden Fluss. S2, ich hätte auch gerne einen mit einer Rückwärtskante. S213T wäre jetzt ein Beispiel. Da hätten wir als Restkapazität D, warum eine 1? Und da, ne? Und jetzt könnten wir einen neuen Fluss definieren. Wir würden anhand dieses erweiternden Weges unseren bisherigen Fluss vergrößern. Also hier würden wir eine 2 hinschreiben, das ist diese Kante. Wir würden auf der umgekehrten dieser Kante würden wir eine 0 dran schreiben. Hier würden wir ebenfalls eine 2 dran schreiben und hier würden wir eine 4 dran schreiben. Und hätten dann, 2 steht, die hätte ich vergessen. Und hier ist auch eine 2, also ein Fluss. 2 gehen hier rein, 2 gehen raus. 2 gehen rein, 2 gehen raus, 4 kommen rein, 4 gehen raus. Passt, ist ein gültiger Fluss. Der Wert des Flusses, W von F ist 3, W von F' gleich 4. Haben wir tatsächlich vergrößert. Immer noch offen die Frage, wie wir denn auf diese blöden Wege kommen. Das Ganze hier oben ist einfach nur eine Klammer. Es sei N, Flussnetzwerk und F, ein Fluss in F. Wir definieren jetzt ein neues Netzwerk, sogenannte Restnetzwerk NF, wie folgt. Ja, wir gucken uns sozusagen einmal eine Kantenmenge an, das sind quasi unsere Vorwärtskanten. Wir gucken uns eine Kantenmenge an, das sind unsere Rückwärtskanten. Definieren eine Kapazität darauf, ja, entsprechend genau dieser Dinge, die wir da eben schon hatten, wo wir unsere Restkapazität ausgerechnet haben. Und das malen wir uns jetzt mal hin, einfach als Beispiel. Stellen Sie sich vor, wir haben diesen Fluss. Anhand dieser Definition hätte ich jetzt gern dieses Restnetzwerk für dieses Beispiel dahin gemalt. Also wir müssen uns jetzt angucken, die bestehenden Kapazitäten und den definierten Fluss. Und da dementsprechend nehmen wir jetzt Kanten in diesem Netzwerk auf. Also das ist sozusagen die Definition für das Restnetzwerk. Das sind die Vorwärtskanten. Die habe ich mit EF1 bezeichnet. Malen wir die als erstes hin, die Vorwärtskanten. Das sind die gleichen Kanten wie hier. Und zwar die Kanten, wo wir noch Platz haben. Das kommt als Kapazität dran. 1, wunderbar. Wie sieht das aus? Was gibt es noch für Kanten? Von 3 nach 2, auch noch 1. Wie sieht das aus mit dieser zweiten Menge? Das sind die Rückwärtskanten, also die Kanten, die wir jetzt quasi umdrehen müssen und wo wir halt einen entsprechenden Fluss größer 0 drauf haben. Die machen wir jetzt mal. Blau ist Vorwärtskante und grün wird Rückwärtskante. Welche muss ich da einzeichnen? Da muss ich mir jetzt alle Kanten angucken, auf denen bereits ein Fluss existiert und den Wert des Flusses als Kantenkapazität. Also diese mit der Kapazität 3, diese mit der Kapazität 2, diese mit der Kapazität 2 und diese mit der Kapazität 5. Ja, und die Richtung drehe ich jetzt genau um. Wir haben einen bestehenden Fluss. Wir möchten den Fluss maximieren. Das können wir tun mit Hilfe unserer erweiternden Wege. Und was wir jetzt einfach nur tun müssen, wir müssen in diesem Restnetzwerk einfach einen Weg finden, von der Quelle zur Senke. Ein Weg im Restnetzwerk entspricht einem erweiternden Weg in unserem ursprünglichen Netzwerk. Idee schreibe ich mal hin, Weg von S nach T, also das ist irgendwie die Idee und das können wir jetzt hier machen, beispielsweise, das ist vielleicht besser, erweiternder Weg wäre beispielsweise 1, 2, 3, 4, ja, wir würden jetzt sozusagen über diese Kante gehen, über diese Kante gehen und würden den Fluss um eine Einheit vergrößern können.
So, genau, das ist einfach nur eine Routine, jetzt sozusagen, um den Fluss zu vergrößern. Ich habe ein Netzwerk, ich habe einen erweiternden Weg, P. Ich bestimme mir hier, so als Bottleneck bezeichnet, Flaschenhals, dieses D, diese Restkapazität, die minimale Restkapazität. Ja, und für jede Kante auf dem Weg, gucken wir nach, wenn es eine Vorwärtskante ist, erhöhen wir den Fluss F um D-Einheiten. Und wenn es eine Rückwärtskante ist, verringern wir den Fluss um D-Einheiten. Und liefern dann halt entsprechend einen neuen Fluss zurück. Das haben wir eben im Beispiel gemacht. Und der eigentliche Algorithmus sieht dann irgendwie so aus. Wir initialisieren F mit 0 für alle Kanten E. Und solange es einen Weg gibt im Restnetzwerk, also zu einem F bestimmen wir das Restnetzwerk, hier mit NF bezeichnet. Solange es so einen Weg gibt, nehmen wir uns den, erhöhen den bestehenden Fluss mit dieser Routine Augment, also indem wir sozusagen diese minimale Restkapazität ermitteln, aktualisieren unseren Fluss, aktualisieren unser Restnetzwerk. Ja, und am Ende, wenn wir diesen Weg nicht mehr finden, haben wir eben dargelegt, haben wir einen maximalen Fluss gefunden. Man kann das Ganze auch machen ohne explizite Verwaltung dieses Restnetzwerkes, indem man sich einfach irgendwie so den Weg durch das Netzwerk sucht, mit entsprechenden Markierungen arbeitet. Hier komme ich ohne explizite Verwaltung aus dieses Restnetzwerkes, sondern merke mir da hier so, markiere bestimmte Knoten mit so Marken, um mir zu merken, komme ich über eine Vorwärtskante oder über eine Rückwärtskante. Blenden wir aber aus und machen einfach mal ein Beispiel. Wir fangen an mit dem initialen Fluss F gleich 0. Ich habe hier immer so vorbereitet alle möglichen Richtungen. Dieses gepunktete, das sind die potenziellen Rückwärtskanten und das Kästchen daneben, da trage ich dann halt irgendwie die Kapazität ein. Ich finde jetzt beispielsweise hier initialen erweiternder Weg, da gucke ich noch im originalen Netzwerk, da brauche ich einfach nur einen Weg von S nach T. Da habe ich mir irgendwie hier in meinem Beispiel jetzt überlegt S, C, D, T. S, also irgendwie das Ding hier, S, C, D, T. Minimale Restkapazität wäre 4, genau. Das würde ich mir dann beispielsweise hier eintragen, eine 4. 4 entlang dieses Weges trage ich mir jetzt hier oben mal ein. 4, 4, 4. So, und jetzt definieren wir das Restnetzwerk dafür. Die Kante passiert noch nicht, kommt eine 15 rein. Hier oben die Kante passiert auch noch nicht, 12, 7, 5, 3. Und hier unten muss ich jetzt eintragen in diese Richtung 0 und in diese Richtung 4. Hier unten muss ich eintragen 6, genau diese 10 minus 4. Also die Restkapazität, hier kommen 4 zurück, hier kommen auch 4 zurück und hier kommen auch 6. Und jetzt muss ich da einfach einen Weg finden. Ich nehme jetzt irgendeinen, das ist ja hier nicht festgelegt. Hier steht einfach, es gibt einen Weg von S nach T im Restnetzwerk, nehmen wir uns den einfach. Und wie ich die auswähle, hat letztendlich Auswirkungen auf die Laufzeit, aber wir nehmen uns jetzt erstmal irgendeinen. Und jetzt suchen wir einen Weg einfach, erweiternden Weg in dem Netzwerk hier oben mit dem Fluss, entspricht einem beliebigen Weg von S nach T in dem Restnetzwerk. Beispielsweise von S nach A, da habe ich noch platt drinne, von A nach B, von B nach T. Ja, also S, A, B, T. Die Restkapazität wäre in diesem Beispiel 7, wenn ich mich nicht täusche. Ja, einfach das Minimum von 7, 12 und 15. Das heißt, wir würden hier jetzt eintragen als Fluss 7, 7, 7. Hier unten hatten wir drin stehen 4, 4, 4. Jetzt gucken wir uns nochmal das Restnetzwerk an. 8, das ist einfach jetzt die Differenz zwischen der Kapazität und dem Fluss über diese Kante. Da trage ich die 7 ein, weil das ist jetzt sozusagen die Kante entgegen ihrer Ausrichtung und da trage ich den bisherigen Fluss ein. Hier kommt eine 5 rein, hier kommt eine 7 rein, hier kommt eine 7 rein, hier kommt eine 0 rein. Und jetzt nochmal Probe, was trage ich in dieses Kästchen ein? Das ist die Kante, die geht in diese Richtung. 4 ist super. Das ist der bisherige Fluss über diese Kante und die geht aber jetzt in eine andere Richtung und da trage ich halt diesen Fluss ein. Und entsprechend trage ich hier die Differenz ein zwischen 10 und 4. Einfach Ablauf dieses Algorithmus. S, A, B, C, D, T und diese Restkapazität, diese verfluchte, ist 3 wurde genannt und zwar genau an dieser Stelle, sozusagen der Flaschenhals. Wir würden hier plus 3 dran schreiben, hier plus 3, hier plus 3, hier plus 3 und hier plus 3 und das würde dann zu diesem Fluss hier führen. 10, 10, 7, 3 von 3, 4 von 4, 5 von 10, 7 von 10. Jetzt vielleicht nochmal die Restkapazität hier, 5, 10. Wir haben eine Stadt mit R Einwohnern. Die nummerieren wir jetzt mal durch, von Groß R1 bis Groß R unten Klein R. Wir haben eine Reihe von Clubs, Sportvereinen, was auch immer, Q-Stück. Nennen wir C1 bis CQ und politische Vereinigungen. Jeder Einwohner ist Mitglied wenigstens eines Clubs und kann natürlich in mehreren Clubs sein. Er gehört genau einer politischen Vereinigung. Und jetzt gibt es irgendwie den Neujahrsempfang des Bürgermeisters. Da wollen wir die Gästeliste so ein bisschen ausgewogen zusammenstellen. Jeder Club muss jetzt ein Clubmitglied auswählen, um den Club auf dem anstehenden Neujahrsempfang zu vertreten. Wie gesagt, dabei ist auf eine ausgewogene Verteilung der Gäste zu achten. Das muss jetzt unser Versuch sein. Also irgendwie ein Netzwerk, in dem wir diese Situation darstellen. Wie könnte man denn da dran gehen? Ich möchte jetzt hier einfach
Graph aufzeichnen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, für R gleich 7, Q gleich 4, P gleich 3 mit einer von mir ausgedachten Zugehörigkeit von Einwohnern dieser Stadt zu den Clubs. Das muss ich irgendwie als Netzwerk darstellen. Auf der einen Seite haben wir die Clubs, auf der anderen Seite haben wir die politischen Vereinigungen und dazwischen sind doch offensichtlich die Bürger unserer Stadt. Die können ja zu Clubs gehören und die können zu politischen Vereinigungen gehören. Die können auch beides, genau. Jetzt hatte ich hier stehen R gleich 7. Und jetzt müssen wir irgendwie darstellen, Zusammengehörigkeit. Also, welcher Bürger ist denn jetzt in welchem Club? Das können wir uns jetzt irgendwie ausdenken. Einfach ein Beispiel. Ja, also ich habe mir jetzt überlegt, hier die beiden, um vielleicht die Grafik auch nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, sind Club 1. Club 2 haben wir den. Und hier beispielsweise, das ist ein ganz beliebter Club hier, der Club 4. Und ich habe irgendwie noch eine Zuordnung. Und rein zufällig sind jetzt gerade hier die oberen beiden, sind da irgendwie Mitglied. Die beiden sind hier Mitglied und die drei sind hier Mitglied. Das kann natürlich von den Pfeilen jetzt auch irgendwie kreuz und quer durcheinander gehen. Also beispielsweise könnte natürlich auch sein, ihr R1 ist Mitglied hier unten. Einfach um das jetzt hier schöner hinmalen zu können, habe ich jetzt einfach dieses Beispiel genommen. Aber das schränkt uns jetzt in keinster Weise ein. Wichtig ist, ich habe auf der einen Seite hier Club, auf der anderen Seite die politischen Vereinigungen. In der Mitte habe ich meine Bürger. Jetzt fehlt ja noch was. Eine Quelle und eine Senke, ne? Die Kanten dran schreiben. Da steht was drin. Club muss ein Mitglied auswählen. Wie kriege ich das wohl hier hin? Ich nehme das mal einfach als Vorschlag. Dann könnte ich ja potenziell auch zwei Mitglieder des Clubs C1 auf den Neujahrsempfang schicken. Muss ein Mitglied auswählen. Nicht mindestens, sondern ich schreibe da mal genau einen hin. Sieht das jeder, dass wir das Situation sozusagen mit den Kanten modelliert haben. Durch diese Kanten lege ich fest, dass von jedem Club maximal ein Mitglied ausgewählt werden darf. Und durch diese Kanten wird jeder Bürger, der Mitglied dieses Clubs ist, dazu in die Lage versetzt. Also hier kann maximal Fluss 1 drüber gehen. Das heißt, maximal eine Person kann aus diesem Club ausgewählt werden. Und das ist entweder diese Person oder diese Person. Ja, der Fluss geht irgendwie dann hier drüber beispielsweise, müssen wir uns gleich noch drum kümmern. Hier lege ich fest, maximal eine Person pro Club. Und hier lasse ich jeden Bürger zu, der in diesem Club Mitglied ist. Also wenn wir jetzt hier sagen würden, das ist nicht 1, sondern 2, dann könnten von Club C1 auch 2 Mitglied. Und das wird sich dann bei dieser Verteilung hier entsprechend auf diese beiden Personen, sofern ein Fluss existiert. Das müssen wir gleich noch gucken. Ja? So, die Anzahl der Mitglieder einer politischen Vereinigung, PK, darf höchstens UK sein. Also, das ist quasi die Kapazitätsbeschränkung für die Mitglieder der politischen Vereinigung. Genau dieses Ding hier darf höchstens UK sein. Das ist genau die Restriktion an der Stelle. Das ist unser Neujahrsempfang, das ist die Gästeliste. Ne, die Gästeliste, die kriegen wir gleich so raus, dass wir gucken, durch welche Knoten geht denn überhaupt ein Fluss. Also gucken hier an der Stelle, welche Bürger oder Bewohner der Stadt werden denn quasi durchflossen. Schreiben überall einfach eine 1 dran. Genau, das ist ein bisschen schwierig. Also hier könnte man noch zum Beispiel, das war jetzt Q, ne? Würde auch Sinn machen. Und jetzt legen wir mal einen Fluss fest. Also wenn jetzt beispielsweise hier die bestimmte Größe angeben. Jetzt können wir einfach mal einen Fluss hier einmalen. Und dann sagen, so, wir nehmen hier eine 1 und hier eine 1. Und dann wird beispielsweise der ausgewählt, der wird ausgewählt, der wird ausgewählt. So, dann wären im Prinzip unsere Mitgliedsliste, wäre dann das oder der oder die. Da steht ja nicht, dass sie müssen. Da steht ja nur sozusagen eine obere Schranke. Ich könnte natürlich jetzt zusätzlich noch die Forderung mit reinstellen. Muss auch mindestens eine Partei mit vertreten. Oh, dann muss ich irgendwie auch untere Kapazitäten. Geht auch. Kann man auch. Aber ist jetzt hier in dem Problem nicht gefordert. Hier steht nur, die Anzahl der Mitglieder einer politischen Vereinigung darf höchstens UK sein. Steht nicht, muss mit 1 sein, Beispiel. Erweiternden Wegen. Steht hier Worst-Case-Beispiel. Bei ungeschickter Implementierung ergibt sich eine Laufzeit, die abhängig von der Kapazität der Kanten ist. Was kann hier passieren? M soll eine ganz, ganz große Zahl sein. Ein erweiternder Weg, so ganz am Anfang, könnte ja beispielsweise sein von S nach A, nach B, nach T. Es gibt ja einen viel besseren Weg. Es gäbe ja beispielsweise S, A, T oder S, B, T. Unserer menschlichen Intuition drauf gucken, wäre das sicherlich das Erste, was wir finden. Aber jetzt gucken Sie sich den Algorithmus nochmal an. So ein Algorithmus, der hat irgendwie keine Intuition, sondern der fragt nur, weil es gibt Weg von S nach T im Restnetzwerk. Ja, und da könnte dann unter Umständen auch den finden, den ich da jetzt gerade skizziert habe. S, A, B, T, nicht den. So, dann würden wir den Fluss vergrößern um genau wie viele Einheiten? Plus 1. Ja, hätten wir irgendwie hier einen drüber. 1 M. Hätten hier einen und hier einen. 1. So, jetzt könnten wir noch einen erweiternden Weg finden. Der könnte beispielsweise so aussehen. S würden wir nämlich hier rüberlaufen. Würden hier jetzt sozusagen die Rückwärtskante nutzen. Die haben wir hier durch diese 1 gerade geschaffen. Laufen hier drüber. Würden hier eine 1 dran schreiben, eine 1 dran schreiben und hier eine 0. Wir können hier tatsächlich eine Laufzeit bekommen, die jetzt abhängt von diesem Groß M. Dem kann man aber entgehen. Da gibt es so eine Aussage, die ist glaube ich von 1972. Genau, Ed Karp haben das gemacht, 1972.
werden im Max-Flow-Labeling-Algorithmus immer erweiternde Wege kürzester Länge ausgewählt. So hat der entstehende Algorithmus Komplexität V mal E Quadrat. Und das, was wir hier ausgewählt haben, waren keine erweiternde Wege kürzester Länge. Was ist hier ein erweiternder Weg kürzester Länge? SAT, genau, das sind genau diese Kandidaten. Gut, also man kann das so berücksichtigen, dass man genau diese Situation vermeidet. Eine der wichtigen Aussagen hier, das ist das sogenannte Max-Flow-Min-Cut-Theorem. Das hatten wir eigentlich schon herausgearbeitet, dass nämlich der maximale Wert eines Flusses n gleich der minimalen Kapazität eines Schnittes in n ist.